Willkommen zurück zu Gothic 2, zu dem Durchgang hier mit einem, Dunkelpilz, Entschuldigung. In Gothic 1 hießen die Höllenpilz, hier heißen sie Dunkelpilz. Die Pilze, die Mana-Bonus geben. Und das hier ist noch ein alter Bekannter, hey. Auch wenn ich mit dem in Gothic 1 nicht wirklich viel zu tun hatte. Ich glaube, kurz vor Schluss haben wir ihn dann doch noch getroffen. Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal, ich kenn dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. nee, eigentlich nicht, aber ich kenn dich trotzdem noch. Dein Name ist Kavalorn, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen, nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? Will ich in die Stadt? Ich weiß eigentlich schon, wie ich in die Stadt reinkomme, zur Not, mit dem Büschel. Nö, vielleicht können wir ihr helfen. Zurück ins Minental. Wirklich? Ich wünschte, ich könnte dir folgen, aber ich habe erst meine Aufgaben zu erledigen. Wenn du im Minental bist, schau doch bitte mal, ob meine alte Hütte immer noch steht. Ich würde gern eines Tages dahin zurückkehren. Alles klar, mach ich. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Der Ring des Wassers, okay. Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Aber die Wassermagier, mit denen habe ich es mir doch ein bisschen verscherzt. Ich frage mich ein bisschen, wie die hier im zweiten Teil auf mich zu sprechen sind. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinnes. Am besten, du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich aber ganz auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Das klingt interessant. Ich frage mich, ob ich auch verfolgt werde und wenn ja, ob die mir helfen können. Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinnes. Alles klar, das werde ich tun. Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Da haben sie mir von hinten eins übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Ich könnte dir helfen. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wieder haben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp. Also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Hast du genau eine Waffe? Ich brauche bessere Ausrüstung. Oder eine Rüstung? Sehr viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch zwei Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. Alles klar. Dann lege ich mal das Schwert nicht an, aber das Messer. Und mir ist beim Durchschauen der ersten beiden Folgen aufgefallen, dass ich in Xardas Turm einen Gürtel der Kraft aufgenommen habe, aber den noch gar nicht trage. Der bringt 5 Stärke mehr. Und wenn ihr letztes Mal aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass 5 Stärke mehr heißt, dass ich mehr Schaden mache. Und deswegen ziehe ich den jetzt... Oh, ein Fisch. Ziehe ich den Ring jetzt da an. Da ist nichts zu holen. Auch wenn ich die Stärke gerade nicht brauche, um die Waffe zu tragen. Naja, früher oder später werde ich meine Stärke steigern müssen. Mit 15 komme ich da nicht allzu weit.
Hier ist eine Truhe. Noch ein Dolch. Ja, noch ein Heiltrank. Sehr schön. Und hier hinten ist doch auch noch ein kleiner Weg. Hier dürfte es wieder zum Tal runtergehen, nehme ich an. Jedenfalls gibt es hier ganz viele Pflanzen, die ich in alltagsgängiger Manier natürlich einsammle. Und ja, ich glaube, das da... Ja, das ist... Oh, was ist das denn da unten? Ein Keiler oder sowas. Das ist jedenfalls nicht ganz unten, sonst wäre ich ja vorhin auf den gestoßen. Also nicht vorhin, sondern in der zweiten Folge. Ein Lederbeutel, eine Spruchrolle. Und was ist da drin in diesem Lederbeutel? Ein paar Münzen. 25 Gold. Yay. Und das hier sieht nicht allzu schräg aus. Da kann ich doch bestimmt hoch. Oder rüber oder so. Ich traue mich nur nicht hier schnell zu laufen, weil ich nicht abrutschen und runterfallen will. Tatsache, man kann hier hoch. Das erlebe ich gerade zum ersten Mal. Hier in Gothic 2. Irgendwie ist hier aber nichts, ne? Komischerweise. Vielleicht, wenn ich noch ein Stück weiter gehe. Oder ist hier jetzt Ende Gelände? Na, ich glaube, hier ist vorbei. Da komme ich leider auch nicht runter. Schade. Aber interessant, dass man hier hoch kann. Uah! Da... Hätte ich gerade springen müssen oder so. Die Taste nicht gefunden. Kann ich hier runter? Sieht so aus, ne? Ich probiere das mal. Komme ich da denn komplett runter jetzt? Naja, weiß nicht. Mal schauen, was es hier so gibt. Ne? Aha, eine Höhle. Das könnte allerdings die Banditenhöhle. Ja, aha. Schau mal einer an, da vorne steht doch ein Bandit. Da unten. Zu dem will ich jetzt gar nicht, weil... Erstens, wenn Kavalorn mitkommt, habe ich deutlich bessere Chancen. Und zweitens habe ich ihm natürlich versprochen, ihm zu helfen. Und das möchte ich natürlich tun. Sehr schön. Tief genug, dass da nichts passiert. Also gut, Kavalorn, ich würde sagen, ich speichere hier eine Runde. Auf den dritten Slot, wegen dritter Folge. Und dann würde ich sagen... Hey, du! Lass uns dieses Banditenloch ausräuchern. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Los geht's! Die erste richtige Prügelei im zweiten Gothic-Teil. Hey! Das hast du verdient, Mistkerl! Das hast du ja gut gemacht. Mit einem Schlag nur. Ein Steckbrief, ein Bild von mir. Aha. Ist keiner? Du wärst besser nicht hierher gekommen. Ups, ist der Falsche. Cool. Das hast du verdient, Mistkerl. Degen, Waldbeere, eine Nachricht und Gold. So, das wäre erledigt. Ha, sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Und mit mir. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Athanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Wow, vielen Dank. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Was kannst du mir... Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Beibringen. Sicher? Was willst du wissen? Wow.
Das klingt gut. Die Umfrage. Ja, die Umfrage, die große Mehrheit bisher, es haben nicht so viele abgestimmt, aber die Mehrheit ist eindeutig auf der Seite, dass ich alles lerne. Oder alle Quests erstmal mache, bevor ich mich einer Gilde anschließe. Und die Tendenz, so wie ich das richtig sehe, geht eh Richtung Kämpfe. Aber wie gesagt, ich habe letztes Mal schon erklärt, ich werde auch als Magier kämpfen müssen. Und ich überlege gerade, ob es sich lohnt, jetzt schon Einhandwaffen zu steigern. Einfach mal. Um 10 Punkte. Das mache ich einfach mal. Das sind noch keine... Besser so. Du hast eine Menge verlernt seit damals, aber das kriegen wir schon wieder hin. Das sind noch keine verschwendeten Lernpunkte. Falls ich nachher 2 hinterlernen Nichts will. Nichts zu plündern. Denn hier in Gothic 2... das ist die Botschaft. In Gothic 2 ist es halt auch so, dass man einen Zweihänder nur gemeinsam steigern kann. Also das heißt, also nicht 1 zu 1, aber sobald ich halt eins von beiden über 30 habe, glaube ich, und das andere noch unter 30, dann muss ich die beide gemeinsam jeweils einen Punkt steigern. Wenn ich eins über 60 habe und das andere... Ich weiß nicht genau, wie die genauen Zahlen sind, aber so irgendwie ist es. Ich muss sie immer ungefähr parallel halten, das heißt, selbst wenn ich nachher auf Zweihänder gehen sollte, werden mir hier die 10 Punkte in Einhänder nicht schaden. Und abgesehen davon bin ich der Meinung, kann ich hier am Anfang ein bisschen Kampffähigkeiten gebrauchen. Jetzt brauche ich noch genau so eine Beere. Wunderbar. Und dann speichere ich mal eine Runde. Immerhin habe ich gerade die Banditen ausgeräuchert. Was habe ich denn hier alles? Eine Nachricht. Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen. Falls jemand den Pass entlang kommt, ist es wahrscheinlich ein alter Mann. Das dürfte dann aber Xardas sein. Lasst euch von ihm nicht täuschen. Er ist ein gefährlicher Hexer, sage ich doch. Behaltet den Kerl im Auge. Kann gut sein, dass der Typ, den wir suchen, mit ihm Kontakt aufnimmt. Die meinen wohl mich, hä? In diesem Brief füge ich 30 Goldstücke. Nochmal 30 bekommt derjenige, den man tötet. Bringt seinen Kopf zur alten Mine beim Großbauer. D. Wer ist D? Keine Ahnung. Hier ist ein Steckbrief. Ja, das könnte der Held sein, ungefähr. Eine versiegelte Botschaft. Irgendwie bin ich neugierig. Werter Vatras, wir sind bis zum Portal vorgedrungen. Du hattest recht. Bla bla. Wir haben seit Tagen keines dieser seltsamen Wesen aus Stein ausmachen können, aber die Erde bebt. Das Ornament hat eine wichtige Bedeutung. Es scheint ein Artefakt zu sein, aber nicht vollständig. Entsende eines unserer Kinder vom Ring des Wassers, um es zurückzubringen. Aha. Wenn es geht, schicke nicht Kavalorn. Ich habe ihn damit auch beauftragt, dir diesen Brief zu überbringen. Ich denke, damit hat er erstmal genug getan. Saturas oder Saturas, der oberste Wassermagier aus dem ersten Teil. Sehr schön. Das heißt lustigerweise, dass stimmt ja gar nicht. Ich dachte gerade, Saturas wäre, weil er in der Kolonie war, ein Verbrecher gewesen. Aber das war er ja gar nicht. Denn er war ja einer der Magier, die die Barriere erschaffen haben. Und dabei eingesperrt wurden aus Versehen. So. Wunderbar. Und ich sehe es irgendwie auch gar nicht ein, die Nachricht wieder zu verschließen. Nö, ich habe mich entschieden, sie zu lesen. Die bleibt offen. Das war schließlich Kavalorn, bevor er sie mir gegeben hat. Jawohl. Na komm. Oh Mann, die machen immer so viel Schaden. Na, zweimal. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich es gezeigt oder erzählt habe. Oben bei Xardas auf dem Turm gab es einen Belia-Schrein. An dem kann man dauerhaft Lebenspunkte spenden, um irgendwas zu kriegen, hoffentlich. Hier hingegen ist eine Innos-Statue, an der kann ich beten. Und zum Beispiel 50 Gold spenden.
Und dann dankt Innos für mein Gebet. Dann spende ich doch nochmal 50. Ey, komm schon. Nochmal? Menü. Ich dachte eigentlich, da kriegt man was für. Wie viel Gold habe ich denn jetzt noch? 136. Dann halt nicht. Innos. Ich muss hier leider mal ein bisschen die Sichtweite reduzieren. Es tut mir leid. Aber das Spiel ist hier sehr detailliert und sehr ruckelanfällig. Zumal noch die Aufnahme im Hintergrund läuft. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das sind zu viele auf einmal. Gut. Immerhin bin ich sie los. Jetzt brauche ich sehr viele Lebenspunkte. Irgendwie so 25, glaube ich. Ja, genau. 25. Jetzt hat mir dieser dämliche Schrein wirklich 150 Gold abgenommen. Grrr. Ich hatte nicht mal was davon. So, jetzt kommt her. Echt gut, dass ich Kavalorn um diese Waffe angebettelt habe. Ich überlege gerade, wie ich mit dem Knüppel, der ja nur halb so viel Schaden macht, hier lang gekommen wäre. Wahrscheinlich nicht allzu gut. Und ihr merkt schon, ich habe aus dem ersten Teil gelernt, ich speichere hier lieber ein bisschen öfter. Ja, komm her, komm her. Feines Fresschen für mich. Sag ich doch. Feines Fresschen für mich. Feines Fresschen für mich. Eine vierfache Alliteration. Da kann ich mir eigentlich so ein großes Teil eigentlich schon gönnen, ne? Die 30er hebe ich mal lieber auf. Vielleicht brauche ich die ja noch für einen Heiltrank oder so. Kann ja sein. Dass man mit den Dicken irgendwas brauen kann. Ich höre Goblins. Wo sind die? Ah, hier. Zum Glück nur einer. Zum Glück nur einer. Der hat wieder einen Fisch dabei. Naja, was soll's? Dann esse ich den halt. Ah, interessant. Fischsuppe gibt 10 Lebenspunkte. Fisch nur 5. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Möglichkeit, den Fisch in eine Fischsuppe zu verwandeln, um mich stärker zu heilen. Und was es mit diesem Typen da auf sich hat, würde ich sagen, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.